Level 8. Unsicher, von Menschen ungesichert, gefüllt mit Entitäten. Überlebensklasse 5. Level 8 besteht aus riesigen Höhlen und kleinen Höhlensystemen, die sich wie normale unterirdische Systeme drehen und wenden. Level 8 ist sehr feucht. Mandelwasser fließt von den Wänden und der Decke. Stalaktiten und Stalagmiten scheinen in Level 8 sehr verbreitet zu sein. Geräusche hallen durch das Level, sodass es relativ einfach ist, auf potenzielle Gefahr zu achten oder sie möglicherweise anzuziehen. Wenn man nicht aufpasst. Level 8 ist normalerweise unnatürliches Licht, aber Lichtquellen unbekannter Herkunft scheinen auf die feuchten Wände und lassen das Level in ausgewählten Bereichen leicht leuchten. Vegetation, wenn auch äußerst selten, existiert auf Level 8, in Form von getrockneten Reben und kleinen Sträuchern. Rund um die Insel befinden sich große Pools und Mandelwasser, das aufgrund der großen Mengen an Mineralien nicht sicher für den Verzehr ist. Einige gefundene Pfützen bestehen aus der viskosen, teerähnlichen Substanz, der gleiche Substanz, die in Level 2 und Level 7 gefunden wurde. Das Betreten des Schleims führt dazu, dass Gruppen von humanoiden Händen, die mit dem Teer bedeckt sind, nach dem Wanderer greifen und hineinziehen. Eine andere Variante der Becken ist eine der destillierten Wasser und das Betreten eines solchen führt den Wanderer auf Level 7. Auf Level 8 gibt es keine Erzadern. Diese Ebene enthält viele Arten von Erzmineralien wie Eisen, Kupfer und mehr. Die Mech haben im sicheren Bereich von Level 8 öffentliche Reiserouten für sicheres Reisen von Wanderern geschaffen. Vielgefällige Entitäten befinden sich in Level 8, nämlich Smilers, Skinsealers, Wretches, Camelcrawlers, Transporters, männliche und weibliche Deathmoths, feindselige Facelings, Brooming Eyes, Hounds, Deathrats, Paralyze, Fortcrawlers, Clums, Wächter, Revokes, Wrangler und seltene Sichtungen von Stalkern. Level 8 hat ihre eigene spezielle Entität, die bekannt ist als die Arachniden von Level 8. Diese Entität sind große Spinnen, die extrem giftig sind. Wir raten, diese Entität um jeden Preis zu meiden. Die als Crawler bekannte Entität wurde aufgrund der Öffnung von Level 2, die mit Level 8 verbunden sind, gemeldet. Die als Freight bekannten Entitäten sollten theoretisch auf Level 8 von einer unbekannten Gruppe erschaffen worden sein. Eine seltsame Eigenschaft von Entität 2 ist, das Fenster, in dem sie untergebracht sind, in Höhlenwänden von Level 8 erscheinen können. Aufgrund der Gefahr, die von den als Wrangler bekannten Entitäten ausgeht, wird dringend empfohlen, sich ihrer Fähigkeit bewusst zu sein, bevor sie dieses Level durchqueren. Vor allem, wenn ein Rumpel zu hören ist oder sie den Boden schwören. Das Errichten eines Außenposten oder einer Gemeinschaft von der Flach wird nicht empfohlen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht getan wurde. Der Mech-Außenposten Cave Raiders. Das ist ein Außenposten, der von dem Mech im Jahr 2015 bis 2016 abgeschlossen wurde. Dieser Außenposten hat die Aufgabe, feindliche Entitäten zu eliminieren und Routen für öffentliche Verkehrsmittel zu planen. Dieser Außenposten hat 54 Mitglieder. Die Stadt Kavargost. Diese jetzt nicht mehr existierende Gruppe bestand Berichten zufolge aus einer unbekannten Art von vage humanoiden Wesen, die längst spurlos verschwunden sind. Diese Gemeinschaft soll 78 Mitglieder gehabt haben. Diese Mitglieder lebten in einem abgelegenen Gebiet von Level 8, das vor seiner Aufgabe für Außenstehende nicht zugänglich war. Der Anführer dieser Stadt war so Berichten zufolge gegenüber Menschen gastfreundlich als der Rest der Gruppe. Es gibt Hinweise darauf, dass die Gruppe existierte, um andere Gemeinschaften und einzigartige Mineralien zu versorgen, die tief in Level 8 verborgen waren. Diese Mineralien scheinen auch zur Herstellung von Rohwaffen verwendet worden zu sein. Mitglieder der Gruppe sollten geschickte Jäger gewesen sein, die oft mit den feindseligen Entitäten kämpften, die in der Nähe der Stadt umherstreiften. Es ist unklar, was aus diesen Entitäten oder der Stadt wurde, aber seit ihrer Entdeckung gab es keine Lebenszeichen innerhalb ihrer Mauern. Entdeckung. Level 8 wurde entdeckt, als die Mech 2011 den Weg zu diesem Level fand. Die Gruppe hatte viele Begegnungen und entdeckte bis zu ihrem Verschwinden in Level 9 aufgezählt. Seit dieser Entdeckung durchquerten viele Wanderer die gefährlichen Höhlen von Level 8. Bis 2015, als die Mech einen Außenpost errichtete, um die Sicherheit der Wanderer zu gewährleisten, die sich einschließlich die Level zu durchqueren. Um einzutreten, ist das Finden von Höhleneingängen in Level 7 der Weg, um Level 8 zu betreten. Durch einen dunklen Flur in Level 103 zu gehen, führt zu Level 8. Wenn Sie durch die tiefst dunklen Betonhöhlen von Level 2.1 wandern, gelangen Sie zu Level 8. Ein noch nicht dokumentierter Ausgang in Level 64 führt zu Level 8. Das Springen durch den Brunnen in Level 135 kann zu Level 8 führen. Kleine Tunnel in Level minus 4.1 führen meistens zu Level 8. Das Kriechen durch die Röhren in Level 283 führt zu einem Punkt, an dem bunten Spezialröhren in kleine
zerklüften Felshöhlen von Level 8 übergehen. Ausgänge. Zu verlassen können sie zufällig durch den Boden von Level 8 fallen, um Level 9 zu betreten. Selten winzig silbrige Passagen von Level 8 führen zu Level 75. In manchen Bereichen gibt es eine Belüftungsöffnung, die zu Level 2 führen können, aber davon wird abgeraten. Es wird gemunkelt, dass das Betreten der Becken mit dem destillierten Wasser sie zurück auf Level 7 zieht. Wenn sie die Terngruben Level 8 betreten, werden sie in Level 91 gezogen, wenn sie das Glück haben zu überleben. Aber davon wird abgeraten. No Clipping durch eine Ecke von Level 8 oder eine seltene Chance durch das Verlassen von Level 8 bringt sie zu Level 93. Ohne One Clip durch die Decke von Level 8 hat eine kleine Chance, sie auf Level 205 zu bringen. Das finden zufällige alte Fernsehgeräte und das No-Clipping durch sie führt zu Level 104. Ein zufälliger Sturz durch den Boden kann auch selten zu Level 69 führen.